Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe mir eine Nerdbox zugelegt, ein Mini-Abo, was 6 Monate geht. Und da ist jeweils drin ein T-Shirt, ein Nerd-Shirt und irgendein anderes Gimmick oder Item noch. Das habe ich bei der Firma Luchess gemacht, alles selbst gekauft. Das ist keine Werbung, bitte in dem Fall. Ich wurde nicht unterstützt, das ist einfach ein privater Kauf. Und zwar ist das die Luchess Mini. Da ich in Österreich wohne, zahle ich für diese Box pro Monat 25 Euro. Also immer ein T-Shirt. Und noch was dabei. Dann schauen wir mal, was diesmal drinnen ist. Ich habe mir gedacht, da ich auf Nerd-Shirts stehe und 20 Euro ist meistens mein Kampfpreis für ein T-Shirt. Wenn ich da 25 Euro zahle mit Versandkosten, ist auf jeden Fall sicher um einiges billiger in Deutschland. Aber ich habe mich mal für diese Variante hier entschieden. Schauen wir mal, ob das was Sinnvolles ist oder ob das ein völliger Blödsinn ist. So. Das packe ich hier aus, das ist in Plastikfolie verpackt. Ah, cool! Sieht man das gut? Darth Vader ist drauf, steht Vater drauf, also Vater. Das ist cool. Ich trage generell gerne schwarze T-Shirts. Und das passt mir da super. Sehr schön. Bin schon mal voll zufrieden. Und jetzt schauen wir uns noch an, was noch dabei ist. Oh, ist schon mal dabei. Schauen wir mal, eigentlich hätte dabei sein sollen nur das T-Shirt und ein Item. Irgendein Rabattgutschein für eine andere GEMA-Box, aber das ist mir ehrlich gesagt wurscht, das brauche ich nicht. Oder irgendeine Utensilien. Das tun wir weg. Dann ist dabei was zum Basteln. Den Woody kann man hier aus Holz basteln. Nicht Woody, den Dobby. Den Dobby kann man hier aus Holz basteln. Okay, mal schauen, ob ich das hinbekomme und ob ich das mache. Bin ich gespannt. Und dann habe ich da noch so eine riesengroße Postkarten. Das kann man aufhängen quasi als Poster. Wandering Wizard, Bildung, nicht schlecht. Und da ein Rezept. Rezepte aus dem Auenland, das Halblingskochbuch. Da ist da hinten ein Rezept drauf. Okay, kochen wir das wirklich. Okay. Und dann ist was ein Folder dabei von dieser Lootbox. Ah, ich habe die Lootbox Mini, das heißt, ich habe nur das T-Shirt und diesen Dobby. Und da gibt es noch andere Sachen, wenn man die ganze Lootbox haben möchte, zahlt man ein bisschen mehr und dann hat man ein paar Items mehr. Da gibt es noch eine Bonus und Plus, aber das ist ja, kennt ihr selbst schon. Oder auf der Homepage checken, je nachdem. Wie gesagt, ich bin nur am T-Shirt interessiert und dann das andere Item nehme ich quasi einfach mit. Das war jetzt die Lootbox, glaube ich, für August. Die ist ziemlich spät diesmal rausgekommen oder verschickt worden. Das heißt, die nächste sollte demnächst folgen. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich habe vergessen, auf Play, auf Aufnahme zu drücken. Kann das sein?